Ich wette, ich krieg hier die Fähigkeit, diese Felsen kaputt zu machen. Aber ich muss diesen Soldaten finden. Full Storage. Na? Oh nein, wieder TNT. Ich hab Angst. Durch. Und was bist du? Pieps, ich bin in dieser Mine eingeschlossen, weil der Tunnel blockiert ist. Pieps! Oh, du armes Etwas. Dann wollen wir, denke ich mal, den Tunnel entblockieren. Aber bitte schneller, als das eine deutsche Bahn hinkriegen würde. Ja gut, das ist ja recht simpel, was ich hier machen muss. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und zwar brauche ich Feuer. Und ich zünde einfach die Lunte an. Na? Falscher Knopf wieder mal. Na? Also rein logisch ist das nicht. Denn es müsste eigentlich gehen. Aber nein. Es will nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht versuchen wir es einfach mal mit Granaten. Nö. Ich mache mich selbst kaputt. Was ist hier noch? Also so eine sinnvolle Pfütze habe ich noch nie gesehen in diesem Spiel. Hauptsache mal ein bisschen Wasser. Denn Wasser ist immer gut. Da ist noch eine Note. Beziehungsweise 10. Und ich werde wieder angegriffen. Ich komme hier irgendwie nicht voran. Doch, ein Puzzleteil habe ich schon, aber sonst habe ich hier ziemlich Ladehemmung. Ja, das Level ist völlig neu für mich. Und da ist das Wigwam. Und auch noch ein Klobo, sehr schön. Dann kann ich mich gleich verwandeln. Könnte ich, aber ich lasse es erstmal. Denn da sind auch ein paar Noten. Die hole ich zuerst. Und dann mal sehen, was noch kommt. Wieder so ein Stein. Ich will den Soldaten finden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hier zwei Moves gibt. Einmal brauche ich die Sprungstiefel. Und zum anderen brauche ich die Fähigkeit, einen riesigen Stein zu zerstören. Und was war denn das da? Ach, das ist Mumbo. Da gehe ich auch noch hin. Aber erstmal gucke ich, was hier noch drin ist. Und irgendwie gibt es hier auch gar kein Leben. Seltsamerweise. Bei Banjo-Kazooie waren die immer in Form einer Statue oder einer Trophäe. Und ich höre doch ganz klar diesen Soldaten. Wo ist denn der? Ich höre ihn. Wo bist du? Ach, spreche dich mal an. Tagau. Wer bist du? Mein eigentlicher Name ist Bill. Ich wette, dein Beiname hat etwas mit Gold zu tun. Wie ist dein Beiname? Goldklumpen Bill? Klondike Bill? Nichts davon. Goldbarren Bill ist mein kompletter Name. Wie hat sie da nicht drauf kommen können? Dachte ich es mir doch. Und wie sieht es aus, Bill? Meine freche Partnerin Gilbert wollte nach Gold suchen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Aber das ist schon lange her.
Wir werden mal nach jetzt schauen. Moment mal, Benjo. Unsere Mühe soll sich doch auch lohnen. Kasu ist die Beste. Du hast recht, bekommen wir einen Preis, wenn wir sie finden? Ihr Stadtmenschen seid alle gleich. Wo steckt sie bloß? X, ich bin sicher, dass ich durch einen Tunnel herkam. Das ist doch ja wohl eine Stilberte. Ah, doch. Oha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist Stilberte, dieser Biber. Und ich komme da auch durch, denke ich mal. Genial, nur leider brauche ich ja wieder diese Fähigkeit, Steine zu zerstören. Das ist ja gemein. Aber man sieht, es gibt eine Verbindung zwischen den Leveln. Und das ist eine sehr schöne Idee. Und ein wunderbar altes Grammophon. Wenn ihr noch nicht zu jung seid, oder nicht noch zu jung, dann wisst ihr, was das ist. Ein gutes altes Grammophon. Da kommen die Klänge richtig schön raus. Kein Vergleich zu der heutigen Technik. Und ich denke, ich suche einfach mal weiter den Soldaten. Und hier fährt auch bestimmt irgendwann ein Zug entlang. Aha, yeah. 3 von 4 schon. Es ist ja jetzt nicht mehr Level pro Level, sondern alles zusammen. Ja, gut. Jetzt bin ich verwirrt. Und werde gleich wieder geschlagen. Da passt man einmal nicht auf. Da ist Mumbo. TNT. Trickst mich nicht. Ausgetrickst. Schon wieder Wappen. Ah, ich mag die Wappen eigentlich. Waren hier nicht noch Noten? Ich weiß genau. Ich wusste es. Habe ich mich doch nicht verguckt. Da noch. Sehr schön. Und hier gibt es wohl nichts mehr. Nö. Oh, falsche Dings. Eier. Die wollte ich. So, rein da. Und ich habe nur einen Globo. Also muss ich mich entscheiden, ob ich damit Mumbo bezahle oder diese Tusse. Und haltet mich für verrückt, aber ich mag Mumbo lieber. Und deshalb gebe ich ihm meinen Globo. Denn früher oder später finde ich auch noch den anderen. Da bin ich mir sicher. Also, willkommen zurück, Bär und Vogel. Wir haben einen Globo. Müssen Zauberwesen geben Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Yes! Gib uns deine Kraft. Es werfen in Mumbos Krug. Okay. Yeah, jetzt geht's ab. Oho, yeah. Zeig uns, was du kannst. Wo geht's hier raus? Zeig uns mal den Ausgang. Hier. Sehr gut versteckt. Und der kann auch nichts Neues, wie es scheint. Nur sein bisschen schlagen. Sehr stark ist er nicht. Aber dafür kann er zaubern. Und ich muss nochmal da zurück, wo die Plattform war. Wo war sie denn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen gehe ich einfach mal ein bisschen spazieren. Nee, da auf keinen Fall. Oh Mist, der rutscht. Was ist das? Schon wieder so ein Stein, den man kaputt machen kann, bestimmt.
Yeah, ich bin richtig. Supi. Ja, ja, es klappt doch eh. Und ich glaube, das ist ein Puzzleteil, was da drauf abgezeichnet ist. Und das lässt Großes hoffen. Und ich könnte mir vorstellen, in diesen Kamin oder ins Dach kann man rein. Nein! Der Stein kommt da rein. Und da kommt dann wahrscheinlich durch die Schreddermaschine das Puzzleteil raus. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Schredderschuppen. Ja, das ist sehr einfallsreich. Yeah, hol ich mir. Komm ich auch schon rein. Okay, jetzt muss ich noch dieses Fließband zum Laufen bringen, wie es scheint. Wie mache ich denn das? Keine Ahnung. Aber ich wette, der Knopf hier muss gedrückt werden. Obwohl es wie ein Notausschalter sieht, aber ist halt ein Spiel. Vielleicht muss ich doch durch den Kamin rein. Oder ich muss mich einfach da durchwagen. Aber ich traue mich nicht. Jedenfalls nicht als Mumbo. Der hat nämlich so wenig Honigschwaben. Deswegen mache ich das jetzt mit Benjo. Und ich glaube, ich kann hier nicht mehr viel machen mit Mumbo. Unter Umständen kann ich ihn ja später nochmal zum Einsatz berufen. Und ich habe einen Geheimgang gefunden. Sag bloß, der Mumbo kann das jetzt vielleicht anzünden. Dann wäre ja was zu was zu gebrauchen hier. Aber nö. Mumbo ist nutzlos. Du bist useless. Danger. Also wenn Handgranaten und diese Feuerbälle nichts nützen. Feuereier. Was brauche ich denn dann? Oh, ein Puzzleteil. Ich sehe es genau. Nehme ich da oben. Na? Jetzt frage ich mich, wie ich da hinkomme. Von oben natürlich. Mit dem Wasser schwimmend. Aber jetzt erstmal wieder Benjo werden. Ich glaube, ich muss darüber. Hep. Dankeschön. Und ich werde von einem Möchtegern-Cowboy verfolgt. Hilfe. Ja, ich bin richtig. So riesengroß ist das Level gar nicht. Schon überschaubar. Aber zumindest der Hauptraum hier. Es gibt ja noch ein paar Nebenräume. Und da blick ich noch nicht so ganz durch. Ich glaube, da werde ich noch einige Zeit brauchen für dieses Level. Oh, ich dachte schon, der kommt hier nicht hoch. Aber er wird ja wohl in sein eigenes Haus zurück können. So. Upp. Jupp. Und zurück. Wir sehen uns. Da war's doch irgendwo. Ja. So, jetzt versuche ich mal das Fließband in Bewegung zu bringen. Unter Einsatz meines Lebens. Weil ich keine Fliegenplatte finde hier, mit der ich irgendwie in den Kamin fliegen könnte. Was die einzige Möglichkeit wäre, die ich mir noch denken kann. Falsch. Irgendwo weiter hier. Da ist es genau.
Na, hoch. Hat. Hier oben war ich schon, ne? Na, komm schon. Ja, war ich schon. Und hab mich schon gewundert über diese Nutzlosigkeit dieses Hügels. Und ich komme wirklich nirgendwie hier rein.